Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Lazy Beaks. Die vorerst letzte Folge meiner Meinung nach, aber meine Meinung zählt hier anscheinend nicht. Denn ich habe nochmal natürlich gespielt. Hier, den letzten Charakter habe ich freigespielt. Dafür müsste man eigentlich 5 Waffen vor dem Loop kaufen. Ich bin aber beim letzten Boss verreckt. Aber, also ich war gar nicht im Loop drin, aber habe ihn irgendwie trotzdem freigeschalten, weil ich davor 5 Waffen gekauft habe. Vielleicht muss man einfach nur zum Boss kommen. Auf jeden Fall ist dieser letzte Charakter, den wir hier noch nicht ganz angesehen haben, der Enigma, der hat 2 Leben von Anfang an. Und der ist wohl so ein bisschen wie Eden bei Isaac, denn der hat in jedem Level eine zufällige Waffe und es gibt auch keine Waffen im Laden. Das heißt, ja, die Waffen sind halt sehr zufällig. Das heißt, man kann auch den Raketenwerfer und sowas bekommen. Und der sieht ein bisschen böse aus. Wieso hat er denn so eine schwarze Aura um sich rum? Egal, den spielen wir heute. Eine Krähe oder einen Raben oder was auch immer. Ich weiß immer noch nicht, wie man die unterscheiden kann. Und jetzt schauen wir einfach mal. So, unsere erste Waffe ist die goldene Waffe, die ist sehr stark. Und was mir der Jay gesagt hat, guck mal, wir sammeln jetzt mal so eine Münze ein. Und die wird gleich nämlich weg sein, denn diese goldene Waffe, die verschießt einfach Münzen. Der Schuss, der die Münze dann verwendet, der ist dann stärker und macht meistens auch One-Hit an die Gegner. Aber man verschießt dadurch halt Münzen. Das ist sehr interessant, oder nicht? Ich finde das sehr interessant. So, wir nehmen auch alle Artefakte wieder mit, denn ich möchte auf einen Artefakt-Score von 10 kommen. Das wäre ganz toll. Und ja, jetzt können wir zumindest mal alle Waffen hier durchgehen. Ich glaube, es gibt auch eine Errungenschaft, wo man zumindest jede Waffe einmal gehabt haben muss. Und dafür ist dieser Charakter natürlich mega nice. Ich habe jetzt auch eine neue Lieblingswaffe in diesem Spiel, falls euch das interessiert. Oh, der Tiny Mini Laser. Guck mal, ich kann die sogar inzwischen relativ viele davon benennen. Und zwar ist meine Lieblingswaffe, das ist so ein Dreierkonstrukt eigentlich, diese lila, oh, ich weiß nicht, ich weiß von der leider nicht so genau den Namen. Aber es ist so ein kleiner lila Lasergedönsel. Lila Laser-Kram. Und davon gibt es halt 3 Varianten. Einmal den Mini-Lila-Laser-Gedönsels. Der schießt immer nur eine Patrone, so wie diese Waffe, die wir jetzt gerade haben. Dann gibt es die mittlere Lila-Laser-Kanönchen. Die wird dann 2 Schüsse verschießen. Und dann gibt es die große Lila-Gedödel-Dödel-Dim. Ich gehe mal noch nicht in den Shop, weil ich möchte einen Artefakt-Score von 10 haben. Und die wird dann 3 verschießen. Und das ist meine absolute Lieblingswaffe in diesem Spiel. Und ich hoffe, die kriegen wir hier nochmal. Bisher hatten wir sie zumindest noch nicht. Ich werde euch sagen, wenn wir sie haben, Leute. Ja, Ziel ist auf jeden Fall, ich gehe ins rote Gebiet. Ansonsten halt so viele Artefakte mitnehmen, wie geht. Oder so viele Errungenschaften noch mitnehmen, wie geht. Aber bisher gefällt... Oh, die hatten wir doch eben auch schon, die Waffe. Das gibt's ja nicht. 2-mal dieselbe Waffe hier in einem Run. In so schneller Reihenfolge. Ist ja blöd hier. So viele Waffen hat das Spiel anscheinend gar nicht. So, warum letzte Folge? Weil ihr habt jetzt einmal den Boss gesehen. Wir waren auch einmal im Loop drin. Und das ist jetzt halt der letzte Charakter, den man so zeigen kann. Und ansonsten hat das Spiel halt nicht wirklich viel Content. Man könnte natürlich nochmal irgendwann diese Challenges da machen, wo man dann wirklich alle Artefakte und sowas mitnehmen soll. Aber ob das so spannend ist, das ist halt einfach nur richtig assig. Aber ob das so spannend ist, weiß ich nicht. Aber gerade wo ich darüber rede, hätte ich schon irgendwie Lust drauf. Müsst ihr mir mal sagen in den Kommentaren, ob ihr noch Bock auf Blazing Beaks habt. Das kam jetzt in letzter Zeit wirklich ein paar Mal häufiger. Jetzt nicht so häufig wie beim Jay, der ja wirklich jeden Tag einfach eine Blazing Beaks-Folge raushaut. Aber doch, für meine Verhältnisse ziemlich häufig, vielleicht sogar zu häufig für den einen oder anderen. Also, ja, da werde ich auf die Kommentare hören, was ihr dazu sagt, ob ihr da vielleicht die Challenges nochmal sehen wollt. Zumal diese Challenges in diesem Spiel ja jetzt nicht so durchdacht sind, sag ich mal, wie bei Isaac. Wo man dann irgendwie eine krasse Combo hätte oder sowas. Von daher, ja, weiß ich nicht. Überlasse ich euch. Also schreibt das mal auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr da Blazing Beaks sehen wollt oder ob das dann jetzt erstmal langt mit Blazing Beaks. Und dann richte ich mich danach. Denn ich mache die Videos dann nicht für mich, sondern primär für euch, nicht wahr? So, komm, hier jetzt. Warum haben wir so eine schwache Waffe bekommen? Voll doofi-doof. Okay, und Verwundbarkeit immer nett. Was haben wir denn? Verdoppelt die Anzahl deiner Münzen oder gib dir 10 Münzen, wenn du keine besitzt. Okay, 20 Münzen haben. Klingt ganz nett, möchte ich sagen. Bringt uns zwar absolut gar nichts, weil es keinen Shop gibt. Aber sonst... Oh, die Waffe ist auch richtig geil. Okay. Okay, das lief jetzt nicht so gut. Alright, da sind wir wieder im zweiten Gebiet. Hier muss man halt mega aufpassen, weil jeder Hit... Oh, scheiße. Jeder Hit bedeutet der Tod, weil hier alles eigentlich mindestens 2 Leben abzieht. Ja, ich habe das jetzt halt... Oh Gott. Wieso nutze ich meine Fähigkeit nicht? Das sage ich Jay jedes Mal, dass diese Fähigkeit so OP ist und dann nutze ich sie selber nicht. Okay, Moment. Erstmal erste Dings hier überleben und erstmal reinkommen in diese Ebene. Okay. So. Was? Ich habe ganz viele Artefakte wieder mitgenommen.
Ich werde die nicht weggeben, bevor ich nicht auf 10 bin. Und hier tötet halt alles, genau. So, ja, ich hab jetzt das erste Gebiet weggeschnitten, weil das erste Gebiet ist halt echt langweilig und möchte euch nicht jedes Mal wieder den New zeigen, nur weil ich zu dumm bin und relativ schnell manchmal sterbe. Deswegen, ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Was war sonst los? Ich habe schon Geburtstagsgeschenke bekommen, obwohl ich ja eigentlich erst am 23. Geburtstag habe. Zum einen vom Jay. Der hat mir Moss geschenkt. Das ist ein VR-Spiel, wozu ich vermutlich auch ein Let's Play machen werde. Mal gucken, wie ich das mache mit in VR. Anscheinend. Oh nein. Moment, das ist ganz schlecht hier, dass sie mich hier so einkesseln. Okay, das ist sehr gut, dass wir hier diese Waffe bekommen haben. Ich hätte es vielleicht nicht sofort losschießen sollen, das war eine dumme Idee, aber sonst ist diese Waffe hier eigentlich ganz gut. Okay, Moss ist ein VR-Spiel, wo man anscheinend sehr viel sitzen muss, also sich nicht wirklich bewegen muss mit so einer kleinen Maus, habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Und dann führt man diese Maus da so durch und ist selber so ein Engel quasi. Und sagt dem Maus, oder ja, so eine Gottheit mehr oder weniger, und sagt der Maus dann, was sie tun soll. Stell ich mir ganz witzig vor, und da man nur sitzen muss, hätte ich dann nicht mal Probleme, das irgendwie mit meinem Mikrofon zu machen, weil das wäre ja dann immer an derselben Stelle und dann ist alles cool. Also da wird es wahrscheinlich noch mal was kommen. Und das zweite Spiel war Gaze Live vom Rannik. Danke, Rannik, dafür. Aber beide 3 Tage zu früh. Also beide wissen, dass ich am 23. Geburtstag habe, aber sie haben es mir jetzt schon geschickt und das bringt Unglück, Leute. Der Rannik hat sogar reingeschrieben, ja, bringt Unglück, wenn du es jetzt nicht annimmst, bla bla bla. Aber ich werde es trotzdem erst an meinem Geburtstag annehmen, Leute. So lange warte ich jetzt damit. Ja, aber nochmal an dieser Stelle dann auch danke an euch beide, dass ihr an mich denkt. Auch wenn das von Rannik eher, ja, ein bisschen Stichelei ist, nicht wahr? Vor allem ist das einfach ein chinesisches Spiel. Aber ich bin trotzdem dankbar dafür. Danke, Rannik. Das Spiel gibt's halt wirklich nur auf Chinesisch. Das hat keine englischen Untertitel oder sowas. Einfach nur vereinfachtes Chinesisch, immerhin. Hier, guck mal, das ist übrigens meine Zweitlieblingswaffe. Das ist diese mittlere lila Laser-Gedönselswaffe. Cool, oder? Ja, aber auf Moss freue ich mich. Ist sogar ein recht teures Spiel. Ist viel ein bisschen merkwürdig, dass der Jay da so viel Geld in die Hand nimmt, um mir irgendwas zu schenken. Wo wir uns auch gar nicht so gut kennen. Jay, was ist los mit dir? Na ja, jedem das seine. Ist wohl ein reicher Boy. Nicht so wie ich. So, du kannst keine Fähigkeiten aufsammeln. Das ist okay. Ich mag meine Fähigkeit. 7 Sekunden lang nicht schießen. Aber es bringt so viel. Na gut, dann müssen wir erstmal ausweichen, wenn wir in einen neuen Raum reinkommen. Und was haben wir hier? Wenn dein Gegner durch einen Schuss... Das ist halt mega assig mit diesen Bomben. Ich habe das heute bei Jay gesehen. Das sind keine Bomben, sondern das sind diese Granaten, die wir auch aus dem dritten Level kennen. Von diesen gelben Viechern. Aber ich nehme es trotzdem nicht mehr. Obwohl, es bringt 2. Aber es wird mich töten, wenn mich eine Granate davon trifft. Nee, wir lassen das. Ich finde das so blöd. Ich dachte halt, als ich das einmal angesammelt habe, da sah das eher so aus, als... Oh Mann, jetzt ist ja auch noch so ein Mörserviech. Als wenn das so eine Bombe wäre, die einfach von oben auf einen runterstürzt. Aber es anscheinend doch nicht so. Oh Gott, ich habe richtig Kacke hier. Oh Mann, jeder Hit, ein Tod. Wenn ihr euch wundert, warum ich gerade eben nach oben rechts gegangen ist, das ist natürlich dem geschuldet, dass ich die ersten 7 Sekunden, wenn wir in einem neuen Level drin sind, nicht angreifen können. Was schon ein bisschen assig ist. Aber sonst... Ah, das war knappi. Okay, hallo Geist. Wie geht's denn so? Da ist eine komische Sense. Ich glaube, diese Sense ist mir noch nicht bekannt. Ich werde sie mir gleich angucken, nachdem ich diesen komischen Wurm getötet habe. So, in den Leveln gibt es keine Büsche zum Verstecken. Oh ja, das finde ich sehr gut. Trimm die Büsche alle weg. Okay, wir brauchen gar nicht mehr so viel für die 10. Das passt schon. Ansonsten habt ihr mir ganz viele, ich glaube, ich sterbe hier, ganz viele Tipps gegeben. Ich kann nicht angreifen. Oh, Hilfe. Oh, Hilfe. Okay, warte, ich lege mich hier mal in die Ecke und dann töten wir alles. Hoffentlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was hat mich getroffen? Oh, ich weiß es nicht. Ah, so ein falscher Pinguin. Okay. Na gut. Dann war das eine sehr kurze Folge. Auf jeden Fall, eure Tipps mit dieser Zeitschrift, die ich da bestellt hatte, waren ganz nett von euch. Ich habe da jetzt auch nochmal 2 Mal weiter gekündigt. Und jetzt kam endlich die Kündigungsbestätigung, zwar erst zum 7.2020, also zum Januar, Februar, März, April, Juli, Juli 2020, keine Ahnung warum. Aber anscheinend ist das halbjährig, was ich voll behindert finde, aber gut. Und ja, dann war das eine kurze Folge Blazing Beaks. Wie gesagt, erstmal die letzte. Könnt mir aber sagen, wie ihr diesen Charakter findet. Oder ihr wollt halt noch, dass ich die Challenges mache. Ich finde diesen Enigma eigentlich ganz, ganz toll. Er hat wenig Leben von Anfang an, deswegen ist alles tödlich. Aber sonst ganz nett. Ja, und wir hätten hier noch diese Aufgaben, wenn ihr davon irgendwas sehen wollt. Aber da verlasse ich mich auf euch. Ja, dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit der Folge und tschüss.